Es geht weiter in dieser korrumpierten Schlucht hier in Banishers. Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zum Let's Play. Ich habe den Weg gefunden. So, die Geisterdinger habe ich ja hier weggeschossen. Da sind die Schlingpflanzen und so weiter an der Position mit dem Hochklettern. Und der Weg nach drüben führt hier über diesen Pfad dadurch. Sehr nice. Also Leute, willkommen zurück zum Let's Play. Schön, dass ihr wieder dabei seid in der heutigen Episode. Und vielen Dank für den Daumen nach oben gestern, Leute. Mal schauen, was wir heute noch erleben. Auf jeden Fall die nächste Ermittlung starten, die hier noch auf uns wartet. Mit dem Typen, der auf der Brücke von einem Stein erschlagen wurde. Da bin ich mal gespannt, wie es da läuft. Sehr interessant auf jeden Fall. So, okay. Vielleicht geht es auch doch nicht von hier aus, oder? Ich komme auf jeden Fall nicht darüber. Hä? Ich dachte, es wäre jetzt voll geil von hier. Weil guck mal, hier kann ich jetzt auch... Also... Ich kann das Ding nicht. Wo ist denn das Loch? Wo. Also. Wo ich das da starte? Von hier? Ah, hier muss ich das öffnen und dann schnell darüber sprinten. Und alle beiden Dinger wegballern. Trotzdem nicht so einfach. Ja. Gut. Weiter. Easy. First Try. Sie uns redlich verdient. Genau. Einfach First Try. Genau. Wenn da eine Belohnung auf uns wartet, haben wir uns die wirklich verdient. Jetzt ist oben die Plattform frei. Ich muss doch eigentlich nur rüber zu boosten zur Kiste, oder nicht? Zur Ausrüstung hier. Wird nice. Jawohl. Die korrumpierte Schlucht. So, gib mir was Schönes. Was Spannendes. Und was zum Spielen. Aber die Schokolade kannst du behalten. Das hat Spaß gemacht. Dreifachschutz. Fast gestorben wäre. Ja. Schatzsucherregel Nummer 1. Immer vorsichtig sein. Ach was. Wir haben jetzt also Schatzsucherregeln? Man lernt eben nie aus. Dreifachschutz. Mhm. Das ist eine Brosche? Ja. Okay, die hat drauf Schaden durch Manifestation 57, Dauer der Weberei. Ach, das ist ein Einfang, okay. Mhm. Manifestationen verursachen 50% mehr Schaden, aber Antea erleidet 50% mehr Schaden. Ach, immer dieses aber. Finde ich nicht gut. Dann behalte ich lieber meins hier. Gewehrschuss 100% mehr. Mhm. Naja... Und von hier aus jetzt schön darüber als Abkürzung. Jetzt kann ich auch von hier da drüben hin, ne? So, jetzt geht's. Aber wobei, nee, ich bin ja hier oben. Nee, das war ja vorher nicht. Vorher war ich ja nicht hier oben. Ja. Aber die ist abgeschlossen. Die Schlucht des Grauens. Korrumpierte Schlucht. Jetzt auch abge... Ja? Ja, ist fertig. Okay, dann bleibt hier noch die Kiste, das Fragezeichen und diese Quest hier. Ich musste die Aufgabe mit Jane erstmal nochmal warten, weil die ja im Sumpf ist. Bevor ich in den Sumpf reise, würde ich auch eher die Suche nach Kate auch endlich mal abschließen. Das war ja auch schon so länger dabei. Okay. Hier kann man auch lang. Die Strömung hat die Leiche vermutlich hier irgendwo ans Ufer gespült. Ja. Und ich höre hier auch Zeugs. Hängt wahrscheinlich wieder hier genau unter mir oder sowas. Warum bin ich denn jetzt hier oben eigentlich? Ah, deswegen. Ich
könnte mal die Quest wechseln, weil ich muss ja jetzt nicht mehr die Jane-Quest verfolgen. Wenn ich erstmal hier bin. Müsste auf jeden Fall von unten kommen, dieses Geräusch. War das hier nur, um den Aussichtspunkt und die Kiste zu holen? Wie enttäuschend. Da ist noch Pyrit. Halt den Schemen auf, bevor er von der Leiche Besitz ergreift. Mach ich doch. Okay, das ist aber was Größeres hier. Pass auf, wir haben den wütend gemacht. Schnell! Aua, aua, aua. Eigentlich wollte ich den Köter anfallen. Beweg dich, Red. Willst du mich nicht um Hilfe bitten? Vielleicht. Versuch das mal auszuweichen. Stirb, du Drecksau! Gut ist, dass wir jetzt damit ja eigentlich auch diese lilanen Schemen, die ja den Gewehrschüssen immer ausweichen, jedes Mal, jetzt damit einfach festhalten können, mit den Ranken. Und dann kann er nicht mehr den Schuss ausweichen. Schadensfreude. Dankeschön. Da hängt ein Körper noch an der Brücke, aber ist eigentlich nicht so wichtig. Ein Bündel von Briefen. Okay, Post wie in New Eden Town übergeben. Die zur Zustellung an Adressaten, die sich vermutlich in der Nähe von Fort Jericho aufhalten, bestimmt ist. Briefe an Fort Jericho. Jetzt hast du eine neue Aufgabe. Du kannst Postbote sein. Das ist nichts für mich. Zu gefährlich. Geht die Quest da weiter? Den Mord untersuchen, das Gebiet aufsuchen, ne? Aber ich kann in Fort Jericho jetzt Briefe... vielleicht ist das ja auch schon wieder eine neue Aufgabe. Hey, hey, Mr. Postman. Auf der Seite war ich schon, oder? Hier drüben? Ja, ne, ja, hä? Warum soll ich denn da rüber? Das ist doch hier bei dem, auf der Seite. Da muss ich doch jetzt wieder zu dem Lager hin. So komm ich doch hier gar nicht rüber. Doch, da kann man springen. Hier kann man rüberhüppen. Bevor ich das mache, weil das jetzt hier da drüben hinführt und dann da hoch und dann wieder weg von hier, mache ich hier, glaube ich, schnell doch das andere Fragezeichen und hole mir die Belohnung aus der Kiste. Wer weiß, wann ich hier sonst wieder das nächste Mal herkomme. Vor allem, wo ist denn das Zeug eigentlich alles? Mich hier raus.
Hast du mich angeknurrt? Noch einmal mit Wucht. Aua. Ich sollte das machen mit Wucht, nicht du. Hey, Level 16. Oder, nee, hab ich noch nicht. Level 16 war ich vorher schon. Ich dachte, ich habe gerade Level abgehabt, aber nee, war. Aber ich bin fast 17. First of Level 17. Was haben wir hier? Ist das hier, führt das hier zum Fragezeichen? Ja. Aber wenn ich die Briefe in Fort Jericho abgeben muss, dann, die ich gefunden habe, kann ich mir in Fort Jericho ja dann auch gleich das Eisen mitnehmen für die Schmied-Dame, Frau. Hey, das da sind doch Dinger. Das ist das Fragezeichen. Geil. Okay, ich gehe dann doch lieber mal hier runter. Wo war das? Da. Achtung, dieser Ort ist mit Geisterschutzvorrichtungen versehen. Schon wieder? Ich bin wieder an deiner Seite. Ein Geisterschutz nur. Cool. Schon wieder Geisterpunkte für Antea, ey. 4 in Folge einfach. Okay, das hätten wir. Oh, ich komme nicht mehr dahin. Darf ich nicht dahin zurück? Ich will dahin, weil ich dann zu der zu dem Haus hoch muss. Oh Mann. Das ist nur ein One-Way-Ticket. Aber zumindest nicht noch ein Nest, was ich zumachen muss als Fragezeichen, sondern nur dieser Baumstamm. Perfekt. Ab und zu vermisse ich springen, so mit dem Spiel, dass wir einfach mal irgendwo hin können, ohne immer diese Kanten hier zu suchen. Hallo. Fort mit dir! Oh. Da kann er nicht weg. Leider. Hier, das ist für dich. Hat ihn der Schuss nicht getötet. Sehr brauchbare neue Fähigkeit, das Ganze. Boah, das Seilhutlein dauert aber echt lange. Wo ist die Kiste? Da. Neue Waffen. Goldene Vergeltung. Bisschen niedriger wieder als meine. Okay. Verbannen verursacht
50% mehr Schaden, aber du erhältst 20% weniger Geisterpunkte. Verbannen benutze ich halt nicht. Ich benutze die Verbannungspunkte ja mittlerweile nur, damit mein Gewehr diesen krassen Bonus-Damage hat. Und daher, nee, bleib ich bei meiner Waffe hier. Wenn ein Gegner mit einem schweren Angriff getroffen wird, verursacht der nächste Schlagangriff 200% mehr. Wobei der nächste Schlagangriff ist aber... Ich glaube, das ist Santeas Schlagangriff. So, aber jetzt haben wir das Gebiet hier fertig. Dann können wir auf der anderen Flussuferseite den Leichnam suchen. Und das mit den Briefen an Fort Jericho ist auf jeden Fall wieder noch eine andere Geisterermittlung. Hat er ja auch die Farbe. Nee. Ich muss da runter. Genau, hier muss ich wieder dran vorbei an dem Ding. Die wunderschöne Natur von New Eden. Genau, hier muss ich rüber. Der ist voll rot. Hehe, kommst du her. Stirb, du Drecksau! Lass dich nicht zermalmen. Meine Güte, was tauchen die jetzt so häufig auf? Einfach weil ich weiter im Spiel komme, dass immer stärkere Gegner werden, ey. So, dann auf jeden Fall gleich da hochklettern. Erstmal Waffe nachladen. Aber die Leiche habe ich noch nicht gefunden. Hm? Ja, der? Ja, Ah, Blutspuren. Ja, ja. Ich sehe. Aber der sieht noch so frisch aus. Die Worte eines Geiten. Das könnte unser Opfer sein. Eingebuddelt? Eine ziemlich ramponierte Schatulle. Ja. Einst gefüllt mit dem Sold für die Miliz. Oh. Unser Bote trug auch Geld bei sich. Und jetzt ist es weg. Jemand hat den Postboten überfallen? Wer ist da? Helft mir! So helft mir doch bitte! Dich kenne ich doch! Du bist der Junge vom alten Scudder! Hilf mir doch! Bitte! Na los, Junge! Ich blute, aber so schlimm sind meine Verletzungen nicht! Was machst du da? Steck das Messer weg, Junge! Nein! 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 Okay. Der Stein hat ihn nicht umgebracht. Nee. Trunken ist er auch nicht. Der Scudder-Junge hat es zu Ende gebracht. Mhm. Und ihn ausgeraubt. Ja. Ein toter Bote, gestohlener Sold und ein einziger Name. Ja, Scudder. Wir kennen zwei Scudders, stimmt's? Stimmt. Und einer von ihnen ist nicht gerade der hellste. Das stimmt. Ohne ihn beleidigen zu wollen. Das ist der im Jägerlager wohnt.
bei den Jägern. Okay. Ist er gekommen? Hey, Junge! Hast du Geld bei? Und dann hat er ihn abgestochen. So, dann bin ich hier oben aber echt auch schön fertig wieder. Schön die Geißel besiegt, die Vogelscheuche, das, die Schlucht. Dann kann ich hier zum Lager gehen. Ist ja perfekt, dass man hier gleich hochklettern kann. Schnellreise erstmal wieder zurück zum Jägerlager. Okay, mit Beloved Scudder sprechen und das Haus untersuchen. Da steht noch eine Kiste da oben. So, da sind wir wieder angekommen. Level up hatte ich noch nicht. Inventar auch nichts Besseres. Okay. Tada! Und zurück zum Jägerlager. Wieder eines dieser wunderschönen Schnellreisebildern. Wo ist denn der Scudder jetzt? Der hat doch hier gewohnt, da hinten in der Ecke da, ne? Nicht diese Hütte, sondern daneben irgendwo. Hier. Das müsste der hier gewesen sein. Aha. Das Buch wäre besser, wenn Bilder drin wären. Aha. Weil du nicht lesen kannst, ne? Noch besser wäre es, wenn ich lesen könnt. Eure Lordschaft? Red. Mr. Scudder. Ist euer Cousin in der Gegend? Ist euer Cousin hier irgendwo? Ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. Vielleicht ist er in den Wald. Den Teil, der sicher ist. Das macht er öfter. Was macht er denn im Wald? Was macht er denn im Wald? Er sieht wohl nach seinen Fallen. Nicht, dass es dort noch viel Wild geben würde. Warum geht er auch immer weg? Okay, ein Bote wird vermisst. Ein Bote wird vermisst. Und die Spuren führen hierher. Spuren? Welche Art von Ach so, die Art von Spuren. Wurde er umgebracht? Wer hat ihn umgebracht? Wer könnte Nein, er könnte das nie. Er würde das nie. Unmöglich. Oder doch? Hat er es getan? Mit er meint ihr da euren Cousin? Beloved, ja, aber nein, so ist er nicht. Ganz und gar nicht. Er ist einer von den Guten. Ich musste mich in eurem Haus umsehen. Ich, ja. Ja, natürlich, wenn ihr es für wichtig haltet. Der wirkt auch ein bisschen nervös hier, der gute Credence. Ich werde jetzt einen Blick in euer Haus werfen. Wenn ich irgendwie helfen kann, ihr findet mich hier. Mhm. Er wollte niemanden belasten und hat doch genau das getan. Mhm. Wie viel weiß er? Das ist eine gute Frage. Okay, da haben wir was. Da haben wir was. Das ist zum Mitnehmen. Das ist eine Schatzkarte? Eine detaillierte Karte von New Eden. Cool. Brief an Beloved Scudder. An Beloved Scudder in New Eden. Sohn, bevor du es von jemand anderen erfährst, sollst du es von mir erhören. Ich habe einen Menschen auf dem Gewissen. Okay. Von dem Vater. Ich hatte mir geschworen, nie jemanden zu töten, aber die Wut hat mich übermannt und bevor ich mich versah, war die Tat geschehen. Wenn
nicht die Wachtmeister kriegen, werde ich dafür hängen. War das noch in England? Ich werde mich hier verstecken, bis ich es nach New Eden schaffe. Dann werde ich dich aufsuchen, sofern weder Hafen noch Straßen streng überwacht werden. Erzähl niemanden davon und benimm dich, so wie es sich deine Mutter gewünscht hat. Handle nicht aus Wut, mein Sohn, und auch nicht aus Bösartigkeit oder Habgier. Hüte deine Zunge und wende keine Gewalt an. Mache nicht den gleichen Fehler wie ich, dein Vater. Diese Fessel ist durchtränkt. Okay. Belovets Vater war ein gesuchter Mörder auf dem Weg nach New Eden. Ja. Ein ja. Schlechter Mensch, aber ein guter Vater? Erscheint mir unwahrscheinlich. Ja. Tagebuch der Beloved Scudder. Mein Vater hat sich Ärger eingebrockt. Ich beneide ihn nicht um sein Leben. Ich träume von weit entfernten Ländern, von Hitze und Gesundheit und ehrlich, er arbeitet in Wohlstand. Davon, dass ich weit und breit als Geschäftsmann bekannt bin, als ehrlicher Mann mit großem Reichtum, der rechtschaffen handelt. Heute noch ein Traum, aber schon bald Wirklichkeit. Mein Vater ist ein schlechter Mensch, aber er sah das Gute in mir. Möglich, dass er meine Mutter in mir sah. Alle anderen sollen sehen, was sie wollen. Es kümmert mich nicht, was sie über mich denken. Ich werde sie alle übertreffen. Ein wohlhabender Mann mit hohem Ansehen sein. Mein treuer Cousin steht an meiner Seite. Und doch spüre ich die Saat meines Vaters sich in mir winden. Manchmal brodelt es in mir. Okay, wie werde ich das böse Blut meines Vaters los und wie schaffe ich es, mich nicht mehr davor zu fürchten? Beloved fürchtet, dass er dazu verdammt ist, die Fehler seines Vaters zu wiederholen. Ist auf jeden Fall gut möglich. So wird es vermutlich enden. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Hier im Haus ist nichts mehr von Bedeutung. Verdammter Schottenschnüffler! Da ist er, ja. Wer ist gestorben, dass ihr euch als Wachtmeister aufspielen könnt? Immer mit der Ruhe, Skada. Euer Cousin hat mir erlaubt, einzutreten. Credence sagt immer die Wahrheit und denkt, andere würden dies ebenso tun. Was wollt ihr? Ich widme mich einer Heimsuchung, eurer, um genau zu sein. Ich weiß noch nicht, um wessen Geist es sich handelt, aber er muss einen guten Grund haben, hier zu verweilen. Ich habe euer Werk gesehen. Die ganzen Leichen. Verschwindet aus meinem Haus und lasst mich in Frieden. Was verbergt ihr denn? Kein Grund, so abweisend zu sein. Was habt ihr zu verbergen, Mr. Scudder? Ich? Nein. Ihr wollt mich verwirren. Raus mit euch. Raus aus meinem Haus. Ihr wollt mich verwirren. Okay. Ein Mann ist tot. Ein Mann ist tot, Scudder. Sein Leben wurde ausgelöscht, sein Leichnam gefleddert und in einem flachen Grab verscharrt. Das hat nichts mit mir zu tun. Nein, lasst mich in Frieden. Ihr könnt uns das nicht antun. Eurem Verhalten nach zu urteilen, war es wohl euer erstes Mal, einem Menschen das Leben zu nehmen, meine ich. Nein, das würde ich niemals tun. Niemals. Nein. Bitte, geht. Das reicht. Oh, das ist der Vater, oder? Oder der Postbote. Welch üble Vergeltung ist dies? Sohn. Nee, ist der Vater, Jedediah. Oh nein, Sie haben meinen alten Herrn aufgehängt. Sie haben Jed gehängt. Unsere Blutlinie ist verdammt. Sie werden mich auch aufhängen. Glaubt er so hart daran, dass er dann einfach auch einen Mord begangen hat? Um zu gucken, was passiert, oder was? Aus Neugier? Ihr müsst der Vater des Jungen sein. Mein Sohn ist unschuldig. Ich bin Antea Duarte und das ist Dread McWraith. Wir sind Verbanner. Knüpft euch Credence vor! Credence? Ich denke, Credence sagt immer die Wahrheit. Was ist euch widerfahren? Ihr schrieb, dass ihr nach New Eden kommt. Ihr seid hier, sozusagen. Was ist passiert? Die Überfahrt nach Boston war gesichert.
Ich hatte einen Käpt'n gefunden, der keine Fragen stellte. Und einen Schiffskoch, der die Belohnung brauchen konnte. Bei der Ankunft am Dock nahmen sie mich in Gewahrsam. 10 Tage später brachten sie mich zum Galgenplatz und hängten mich auf. Wegen Mordes? Ja. Ja, wegen Mordes. Und dem ganzen Rest. Den ganzen Rest, also noch mehr, okay. Da gibt's nichts zum Angeben. Mit Mord sollte man nicht prahlen. Ihr seid Schotte. Habt ihr je jemanden getötet? Das habe ich, ja. Mehr als einmal. Seid stolz darauf. Ihr habt bewiesen, dass ihr dazu fähig seid, dass man sich mit euch nicht anlegen sollte. Ihr seid einer von den Bösen. Ein Böser wie ich. Da sollen wir stolz drauf sein? Okay. Was ist denn mit Credence? Warum wollt ihr die Schuld auf ihn schieben? Was ist mit Credence? Warum sollen wir nach ihm suchen? Er war als Kleinkind schon ein wahrer Satansbraten. Erst recht, nachdem seine Eltern starben und wir ihn bei uns aufnahmen. Ich hielt ihn für ein seltsames Kind. Aber er und Mary waren glücklich und er war ein lieber Junge. Sie hat ihn wirklich geliebt. Er ist ein schlechter Mensch. War vermutlich schon immer. Er kann sich besser verstellen als jeder Berufsschwindler und ist schlauer, als er tut. Ist das so? Muss man erstmal herausfinden. Er wirkt harmlos. Aber warum hat ihn dann nach New Eden geschickt? Warum habt ihr ihn dann nach New Eden geschickt? Mary wollte die Jungen so weit wie möglich von Bristol wegbringen. Sie dachte, in den Kolonien würden rechtschaffene Männer aus ihnen. Aber ohne ihre schützende Hand hat Credence meinen Beloved zu einem Gauner gemacht. Okay. Ist er sich wirklich so sicher? Seid ihr denn sicher, dass Beloved unschuldig ist? Das glaubt er ja selbst nicht. In ihm fließt mein Blut, aber auch das seiner Mutter. Und sie war eine gute Frau. Er hat ihr Herz geerbt. Ich kenne meinen Sohn. Er ist kein Mörder. Was wollt ihr jetzt also hier? Warum ist er aufgetaucht als Geist? Was wollt ihr, Geist? Warum seid ihr hier? Beloved ist mein Junge. Ja, das haben wir verstanden. Schön, dass ihr hier seid. Also, was wollt ihr? Wir lebten in Bristol. Kam gerade so aus. In einer undichten Hütte mit anderen. Alle waren krank. Meine Frau hatte Besseres verdient. Wir alle. Ich kratzte jeden Schilling zusammen und schickte meine Frau, den Jungen und seinen Vetter in die Kolonien. Beloved ist mein Sohn. Und jetzt, da er erwachsen ist, werde ich dafür sorgen, dass er aufrichtig bleibt. Okay. Was ist seiner Mutter zugestoßen? Was ist seiner Mutter passiert? Mary war schwanger, als sie nach New Eden aufbrach. Sie wollte kein weiteres Kind mehr im verdammten Bristol großziehen. Weder sie noch das Kind überlebten den ersten Winter. Beloved und Credence waren allein. Ich wollte ihnen doch nur ein besseres Leben ermöglichen. Ich versagte. Aber es ist noch nicht alles verloren. Ich kann meinen Sohn zumindest davor bewahren, von seinem hinterlisten Vetter verdorben zu werden. Schlechte Menschen kennen ihresgleichen. Daher weiß ich, dass Credence eine Schlange ist. Er hat ein Versteck im Wald. Dort findet ihr Beweise. Das schaue ich mir gerne an. Woran erkennen wir dieses Versteck? Es ist eine kleine Holzhütte, aber gut verborgen, westlich von hier, auf einer Anhöhe. Ah ja, ich weiß wo. Eine versteckte Holzhütte im Westen. Verstanden. Da in der Nähe gab es auch eine verfluchte Kiste. Wir werden Credences Versteck unter die Lupe nehmen und selbst eine Meinung bilden. Ich spreche die Wahrheit, ihr werdet sehen. Das müsste die Hütte sein, die jemand... hat gerade erst vom Tod seines Vaters erfahren. Mhm. Vielleicht sollten wir ihn besuchen, bevor wir uns nach Credences Versteck umsehen. Ja. Einer von ihnen lügt. Ja. Vielleicht lügen sie beide. Ja.
Da oben ist eine Kiste, was Blaues. Jetzt... Jets Geist ist gleichzeitig gutmütig und feindselig. Hm. Die nehme ich auch noch mit. Okay, das ist, damit, da, zu der Hütte kommt man über, den, über so einen Baumstamm, ne? Das müsste da dann, hier diese sein, oder? Nö, es ist die da. Ne, wobei, das ist ja erstmal das Gespräch, danach muss ich dann hier hin. Hier über den Baumstamm, hier muss ich rüber und dann müsste das diese Hütte hier sein. Diese hier, da. Okay, dann noch Kate hier oben. Mhm. Und danach in den Sumpf, ne? Okay, interessante Aufgabe. Schauen wir mal, wer von den Cousins der Mörder ist. Also Leute, längere Episode jetzt, aber dieses Gespräch kam gerade so plötzlich. Da wollte ich zwischendrin auch nicht aufhören. Deswegen geht's in der nächsten Episode jetzt weiter. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Also haut rein, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.